wir gut geschlafen. Guten Morgen, Mois. Und da draußen auch. Hallo, meine Lieben. Was geht ab, Team Harrison? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir stehen gerade auf und Mia ist, glaube ich, schon topfit. Topfit, ja. Wir haben 9 Uhr und sie hat so gut geschlafen heute, gell? Ist so gut drauf. Wir haben heute so viel vor. Hallo! Mach winke, winke, hallo! Komm, mach mal. Zeig mal, was du kannst, Mensch. Hallo! Mhm. Ja, und dann? Hm. Wohin willst du? Ha? Willst du krabbeln? Ja! Ui! Jetzt steh mal auf, mein Schatz. Mia, wir ziehen dich jetzt an. Sollen wir dich anziehen? Ja? Ja, heute wird das Wetter ganz schön. Lass dich mal gucken, was wir dir anziehen, mein Schatz. Wir haben so viele Klamotten. Es wird nicht weniger, Leute. Ja, ich mischte wirklich regelmäßig aus. Aber hier zum Beispiel, das sind alles Klamotten in 74. Und die kannst du ja noch nicht anziehen, weil die noch viel zu groß sind. Und das sind alles Klamotten in 68. Ja, ich muss jetzt mal gucken, was wir hier anziehen. Mia, irgendwelche Wünsche? Hast du irgendwelche Wünsche, was wir anziehen sollen? Sag mal. Willst du ein Kleid anziehen oder eine Hose? So, das ziehen wir jetzt an. Eine Dreiviertelhose, T-Shirt und ein Haarschleifchen. Mia, wir zaubern jetzt, okay? Das ist dein erster Zaubertrick. Wenn ich jetzt in die Finger schnipse, dann bist du umgezogen, okay? Okay? Sag ja! Ja, okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und umgezogen sind wir. Super. Bravo. So, sollen wir mal nach dem Papa gucken? Ja? Hallo, mein Schatz. Wie wunderschön. Dominik wird jetzt Frühstück machen für uns beide. Das macht er eigentlich wirklich für uns drei. Das macht er wirklich jeden Morgen. Irgendwie hat sich das so eingependelt, dass ich die Mia umziehe und wickle und ja, Domi für uns Frühstück macht. Und das macht er gut, gell? So, ich bin auch noch nicht umgezogen. Ich habe auch noch meinen Schlafanzug an. Und jetzt ziehe ich mich um. Und Mia hat hier schon ihren Sitzplatz. Das liegt nur von gestern. Ein kleines Stillkissen. Und dann kann die mir nämlich immer zuschauen. Und bei mir sieht es nicht anders aus. Ich blicke hier einfach gar nicht mehr durch. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich gar keinen Bock mehr auf so viele Klamotten, weil ich jeden Morgen einfach nichts finde, weil es einfach zu viel ist. Schaut mal, hier unten ist nämlich auch alles voll. Seht ihr das? Ja. Unser Frühstück ist fertig. Hier gibt es Eier, Kaffee, Orangensaft mit Wasser. Und das trinke ich auch jeden Tag von Regular Beauty. Und Domi kriegt noch 2 Toastbrote und auch seine Eier. Genau. Und Mia, die hat vorhin nämlich erst getrunken noch im Bett, kriegt noch, ja, sie ist ein Fruchtzwerg. Und sie liebt es. Kein Baby dran gestorben. Und schaut mal, was ich gerade für ein süßes Polaroid von Mia gemacht habe. Zucker, süß. Warum hockst du so steif in deinem Stuhl drin? Alles okay? Du darfst dich bewegen. Hallo? Hallo? Mia? 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 Mami hat sich jetzt gerichtet. So, ich bin jetzt geschminkt und schaut mal her, ich habe mir heute mal seit ganz, ganz langer Zeit mal wieder einen Eyeliner gezogen. Er ist nur nicht so perfekt geworden.
Aber für das, dass ich nie einen trage, finde ich, lässt es sich sehen. Ja, und ich habe mir jetzt einfach noch einen Dutt gemacht, weil ich keinen Bock hatte, meine Haare zu waschen. Und ein schwarzes Kleid habe ich an. Ich habe jetzt eine halbe Stunde gebraucht, genau. So, und Mia wird jetzt aber schon langsam wieder müde. Dein Vormittagsschläfchen, gell? Was machen Papa und Mama dann so lange ohne dich? So. Mia hat jetzt ein Stündchen geschlafen. Wir haben jetzt 12 Uhr. Und sie ist schon wieder voll auf Krawall und Action und Party. Und deswegen habe ich jetzt noch einen kleinen Joker und den hole ich aus dem Keller. Und ich nehme euch mit, weil das Ganze ist ein Weihnachtsgeschenk gewesen. Aber ich muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war sie noch zu klein. Eieiei, bei uns im Keller schaut es aus. Einfach alles zugestellt. Und eins dieser Pakete ist nämlich das Paket, was ich brauche. Wo ist es denn? Ah, da. Klar, ganz unten. Dieses Paket brauche ich nämlich. Ich habe was. Ich habe was. Das zeige ich euch gleich. Oh, Mia. Schau, was der Papa hier bringt. Ein Riesenkarton. Mit diesem Karton kannst du spielen. Und zwar ist es ein riesiger Karton mit einer Tüte. Und was ist in dieser Tüte? Ich gebe euch einen Tipp, okay? Geh mal zurück. Schatz, es steht einfach riesengroß die ganze Zeit hier auf dem Karton. Oh, was ist denn da, Maus? Es sind drei Bälle. Drei Bälle. Vier. Oh! Schau mal, Mia! Ein riesengroßes Bällebad für dich. Ja, Schatz, hock sie mal rein. So, mal. Und dann kommen alle Bälle zu dir. Ja. I got something for you. So, Mia. Hey, wie viele Bälle sind das? 500. Schau mal, Mia. Oh, 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 wow, bravo, so viele Bälle haben wir jetzt, die Kusche hat das auch. So viele Bälle nur für dich, aber das Coole ist, der Papa kann sich auch mit rein. Schatz! Schatz! Hallo! Schatz, mach's nicht kaputt direkt! Schau mal Mia an, die verschwindet! Was? Mia, was macht der Papa? Schatz, man sieht nur noch ihren Kopf! Hallo, Mäusi! Und wo stellen wir das jetzt hin, Schatz? Ernsthafte Frage, hallo! Hi. Schatz! Hi. Ins Bett! Wir schlafen hier drin. Nee, Spaß, keine Ahnung. Wir haben keinen Platz mehr in der Wohnung. Ja, das ist schön, gell? Oh, geil. Sieht echt cool aus. Gell? Und vor allem voll die schönen Farben. Wir suchen jetzt gerade einen Platz für das Bällebad und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, den Dschungel in den Keller zu verbannen. Und dann haben wir hier nämlich im Kinderzimmer ganz viel Platz für das Bällebad. Boah, ist das riesig, ey. Ganz ehrlich, ha? Ich glaube im Wohnzimmer, vor dem Fernseher, macht sich das Ding besser. Meinst? Mhm. Und dann das Hüpfding hier rüber. Und dann holt man das Hüpfding, wenn wir es brauchen, oder? Okay, dann wieder zurück ins Wohnzimmer. Und den meinte der Domi. Das ist ihr Hopser. Den liebt sie übrigens übelst. So. Ja, genau. Dann tun wir den ins Wohnzimmer einfach. Der nimmt nicht so gut Platz weg und der ist nicht so hoch. We are ready!
Nein. Nein, meins. 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 Ja, hallo, Team Harrison. Wir müssen immer auf Madame Harrison warten. Die musste noch ihre Beine einschmieren. Ja, weil ich ein Kleid anhabe. Hast du deine Beine eingeschmiert, Maus? Nein. So, haben wir alles. Brille. Babytasche. Meine Brille. Hast du Geld? Nö, du? Ha? Nö. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Und wo wir jetzt hinfahren? Ganz spontan haben wir uns entschlossen, jetzt an den Flughafen zu fahren und wegzufliegen. Ciao. Ciao. Nein, Spaß. Schön wär's. Wir fahren zum Flughafen, um unsere Flüge für LA. Los Angeles zu buchen. Ich liebe dich. Nein, meine Brille. Und das Ganze ist nämlich im Internet nicht so ganz übersichtlich und ich habe über die Hotline leider niemanden erreicht. Deswegen fahren wir es da kurz hin und machen es. Vor allem muss man ja auch dazu sagen, dass wir viel mehr Gepäck brauchen. Sperrgepäck, weil wir ja den Autos jetzt brauchen, Kinderwagen, alles drum und dran. Und da lassen wir uns gleich vor Ort beraten, weil das ist einfacher. Let's go! Fertig, Schatz, ich warte. Hallo, Mausi. Die ist so wunderschön. Hier. Die ist auch wunderschön. So, wir sind schon über eine Stunde hier am Flughafen in München. Ja, Mia hat auch schon keinen Bock mehr. Wir fahren schon ein bisschen spazieren. Oh, ich sehe sie gar nicht. Ja, und haben uns jetzt alles ausrechnen lassen. Flüge, wie gesagt, nach Los Angeles und wieder zurück. Mit 6 Gepäckstücken haben wir jetzt gebucht. Also 2 für Mia, weil wir brauchen ja ihren Kinderwagen, ihren Autositz. 2 Gepäckstücke für mich. Und 2 Gepäckstücke für Dominik. Ja, und ich denke, dann müsste das passen. Dann sind es fast 100 Kilo, die wir mitnehmen dürfen. Und dann kauft man sich ja da unten alles. Und die Wohnung sollte ja möbliert sein. Von dem her, ja, denke ich, dass das dann alles passen wird. Und wir haben jetzt auch Premium Economy gebucht. Also nicht nur normale Economy, sondern Premium. Weil dann haben wir noch ein bisschen mehr Beinfreiheit, mehr Sitzplatz. Also die Sitzplätze sind ein bisschen breiter. Und Mia hat auch mehr Platz und glückt auch sicher ihre Babyschale. Und dann müsste eigentlich alles passen. Ja, umbuchen können wir nicht. Von dem her steht eigentlich alles fest und der Reise nichts mehr im Wege. We finally did it. Mia, wir haben unsere Tickets. Ja, ja, ja. Ja, jetzt gibt es keinen Weg zurück mehr. Es geht nach Los Angeles, Baby. Sehr gut. Jetzt geht's wieder nach Hause, weil ich habe Hunger. Weil ich glaube, ein Problem haben wir noch. Jetzt kommt's. Wir haben jetzt 6 Gepäckstücke. Wir haben nicht mehr so viel Koffer. Wir müssen uns auch noch irgendwo Koffer kaufen. Oh ja. Und einheitliche. Ja, weil wir haben jetzt so einen schwarzen abgeranzten. Dann sie hat noch so einen komischen pinken Panther. Der ist aber cool, aber der ist schon auch ziemlich kaputt. Und dann haben wir noch einen hellblauen. Und Katastrophe. Nee, aber da kümmern wir uns auch noch. Koffer, gar nichts. Um Koffer kümmern wir uns noch. Wir haben jetzt gesagt, wir gehen jetzt nach Hause, machen mal so eine To-Do-Liste, was wir alles noch machen müssen. To-Do-Liste. Und damit wir das mal so nach und nach abhaken können, weil wir müssen uns ja auch noch um Versicherung, um Kreditkarte. Es gibt noch ein wenig. Hör jetzt auf zu reden, mein Arm wird schwer. Ich heb hier die ganze Zeit die Kamera. Bis gleich zu Hause. Wenn der Mann Hunger hat, dann koche ich natürlich. So, es gibt jetzt Kartoffelbrei mit Fleischklöße und Spinat. Guten Appetit. Und Mia schläft schon wieder. Wir sind jetzt noch ein bisschen auf den Spielplatz gegangen. Daheim haben wir jetzt alles stehen und liegen lassen. Wir haben noch ein bisschen diese To-Do-Liste gemacht, damit wir einfach so ein bisschen Plan haben, was wir noch alles für LA erledigen müssen. Und der Domi ist jetzt ins Training gegangen. Der geht ja gerade jeden Tag 1 bis 2 Mal trainieren. Und meistens am Abend um 18 Uhr. Und dann gehen wir auf den Spielplatz, gell? Versteckst du dich? Schämst du dich? Und dann schaukeln wir und gehen in den Sandkasten. Hallo! Die Mia musste unbedingt in die Badewanne. Die hat sich so voller Sand gemacht. Die hatte das überall. In den Händen, zwischen den Zehen. Ja, Butzi! Ja, Butzi! Willst du jetzt raus? Hey! Du bleibst in der Badewanne. Ja. Tschum, 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 tschum.
Bis Papa wieder zu Hause, ha? Schlaf jetzt! Schatz! Hallo, du musst jetzt schlafen gehen. Schatz! Sag schlafen nicht! Mia ist im Bett. Sarah war gefühlte 4 Tage im Badezimmer. Au! Ja, Haarkur und so. Das Problem kenne ich jetzt immer wieder. Ewig. Ja, ich kenn's. Ich muss hier immer Dauerwelle machen. Und in diesem wunderschönen Licht sehe ich aus, als wenn ich schon tot bin. Du könntest als Vampir durchgehen. Naja. Ja, aber wir gehen jetzt auch gleich schlafen. Ja, jetzt habt ihr einen ganzen Tag mit uns miterlebt. Von morgens bis abends. Und ja, jetzt reicht's. Jetzt reicht's, aber wir grüßen noch jemanden. Ja. Ganz liebe Grüße gehen heute raus an Timea Gruber. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn auch du gegrüßt werden möchtest, ganz einfach Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. Und dann hoffen wir sehr, dass euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Du hast falsch rumgezeigt und dann sehen wir uns die Tage wieder. Peace. Tschüss.